Und wir machen jetzt einen großen Sprung, nämlich von der, ich sag mal, kleinen, aber auch da ja immer größer werdenden Zelle hin zu den größten Batterien, die man im Moment, ja, ich sag mal, in einem Straßenfahrzeug, einem elektrischen LKW bereits kaufen kann. Die Schweizer Experten von Designwerk haben jedenfalls schon mal eine Sattelzugmaschine mit 1000 Kilowattstunden Kapazität auf die Straße gebracht. Und Thomas Prohaska stellt uns heute vor, was die neuesten LKW-Batterien von Designwerk können und ja, verrät uns vorab vielleicht auch kurz, was ihn vor 4 Jahren eigentlich von ABB zu Designwerk rübergebracht hat. Das würde mich ja, wir kommen hier in der Runde, zu Beginn gleich mal interessieren. Ja, hallo Schmidt, vielen Dank für die Einleitung und auch die Möglichkeit, hier präsentieren zu dürfen. Ja, also ich habe gesehen, wie Designwerk da vorwärts marschiert beim Thema Elektromobilität. Und das hat mich einfach sehr, sehr fasziniert und bin sehr stolz darauf, da ein Teil dessen jetzt sein zu dürfen. Ja, immer vorne mit dabei gewesen, Designwerk. Und wir sehen, anders als bei uns in der Schweiz, scheint die Sonne. Das ist großartig. Ja, ja. Ich würde an der Stelle auch sagen, ich mache hier im Studio schon wieder kurz die Lichter aus und Sie übernehmen sozusagen hier den Bildschirm. Und ich freue mich auf Ihren Vortrag rund um das Thema Traktionsbatterien für den E-Truck. Bitteschön. Sehr schön. Gut, dann starte ich eben. Also Sie haben das sehr schön erklärt, dass wir machen einen Sprung jetzt. Wir gehen Richtung Batteriepaketen, großen Batteriesystemen. Hoffentlich kann ich auf dieser Ebene Ihnen was Neues erzählen. Wer sind wir? Wir sind eben fokussiert auf die Elektromobilität, bieten verschiedene Produkte aus einer Hand an. Gestartet hat das Ganze 2008. Wir waren damals noch ein kleines Startup und 2019 haben wir einfach gesehen, wie gut diese Produkte ankommen beim Markt und haben seitdem die Serienproduktion gestartet und sind in der Zwischenzeit jetzt auch schon ein Member der Volvo Group geworden. Also wir bieten Ladegeräte an, mobil auf Rollern und dann am meisten prominent die Elektrolastwagen. Und da bauen wir unsere eigenen Batteriesysteme rein. Und diese Batteriesysteme, die bieten wir auch für externe Kunden an. Wir haben natürlich eine große Entwicklungsabteilung für diese drei Produktabteilungen und bieten auch Hand für externe Dienstleistungen, Machbarkeitsstudien an. Was ist die Wertschöpfungskette von Designwerk? Das ist jetzt ein bisschen anders bei uns jetzt im Vergleich zu den Vorrednern. Das heißt, wir machen keine Rohstoffabbau, auch Produktion von Zellen und Modulen machen wir nicht, sondern wir haben uns bewusst entschieden, auf fertige Module zurückzugreifen aus der Grosserie der Elektromobilität. Und dort eben bieten wir Hand an für die Beratung und Entwicklung von kundenspezifischen Batteriesystemen. Wir haben aber hier in Winterthur eine eigene Batterieproduktion. Und danach werden die Batteriesysteme in das entsprechende Fahrzeug integriert. Das können ganz unterschiedliche Fahrzeuge sein schlussendlich. Eben bei uns selber sind es die eigenen Lastkraftwagen. Die Batteriesysteme sind aber auch ideal für jegliche Art von Spezialfahrzeugen, Baumaschinen. Und denkbar sind auch Busse, Schienenfahrzeuge oder auch Wasserfahrzeuge. Und selbstverständlich bieten wir auch den ganzen Produktlebenszyklus an, also mit After-Sales und auch Rücknahme und Recycling der Batteriesysteme. Wir haben ein stetig wachsendes Batterieportfolio. Die kleinste Batterie ist 37 Kilowattstunden oben links. Die hat 250 Kilogramm. Und die größte Batterie unten rechts der aktuellen Generation, die hat dann eben 254 Kilowattstunden, 1,4 Tonnen.
Und die bieten wir dann auch in 400 oder 800 Volt Systemspannung an, je nachdem, was benötigt wird. Wie sieht der Aufbau aus so eines Batteriesystems? Eben, wir haben so standardisierte Module. Jetzt in diesem Fall sehen wir das VDA355 Lithium-Ionen-Modul auf Basis NCM-Zellchemie. Die werden auf Kühlplatten montiert und auf mehrere Lagen verteilt und in ein Aluminiumgehäuse gepackt. Ich denke, speziell hier ist, dass wir ein allseitiges Isolationsmaterial verwenden. Das bietet einerseits mechanischen Schutz, also quasi so eine Pufferzone, wenn es das denn braucht. Aber viel wichtiger für den alltäglichen Betrieb ist der thermische Schutz. Das heißt, die Wärme wird nicht einfach so schnell abgestrahlt über das Gehäuse, sondern bleibt mehrheitlich drin und somit braucht es dann nicht mehr so viel Kühlleistung oder eben Heizleistung, um die Batterien in der Komfortzone betreiben zu können. Dann natürlich gibt es diverse Schutzmechanismen, beispielsweise eine Entgasungseinheit, Interlock-Signale für alle Anschlüsse, dass eben sichergestellt ist, dass die Batterie richtig angeschlossen ist, sonst ist eine Weiterfahrt im Fahrzeug nicht möglich. Ja, hier sehen wir ein bisschen detaillierter, welche sonstigen elektronischen Komponenten integriert sind. Eben einerseits die Batteriemodule, die lassen sich unterschiedlich zusammenschalten, je nachdem, welche Spannung oder Kapazitäten man braucht. Und dann natürlich das Gehirn dieses Batteriesystems, das BMS, das Battery Management System. Dieses überwacht Ströme, Temperaturen und alle Zellspannungen. Es überwacht die Isolation der Batterie oder sogar auch, wenn die Batterie dann angeschlossen ist, vom Gesamtsystem bis hin zu den Motoren. Das BMS errechnet den SOC, den sogenannten State of Charge und die Restkapazität. Und ja, das sind relativ aufwendige Algorithmen dahinter. Zudem gibt es ein Cell-Balancing, das heißt, es ist sehr wichtig, dass in so einem großen Batteriesystem alle Zellspannungen auf dem gleichen Stand sind. Und sobald man merkt, dass eine Zelle quasi abweicht von den anderen, wird parallel ein Widerstand dazu geschaltet, sodass sich die Zellspannung wieder angleichen kann. Das BMS ist natürlich auch sehr wichtig für Data-Logging. Da entstehen ganz viele Daten, die wichtig sind, einerseits für die Fahrzeugsteuerung, also für das Fahrzeug insgesamt, aber auch für jegliche Auswertung für uns, für später, damit wir sehen, wie die Batterie betrieben wurde. Genau, wie sieht der Einbau aus im Fahrzeug? Der ist relativ simpel, mechanisch geht es meistens so, zwischen den Achsen wird die über ein eigens entwickeltes Aufhängesystem über Bolzen, wird die so integriert, meistens auf beiden Seiten. Elektrisch natürlich gibt es dann noch die AV-Leistungsanschlüsse und eben die Kommunikation von BMS an das Fahrzeug. Und als drittes die Anschlüsse für das Kühlmanagement. Was wir auch verwenden, ist eine HVDU, eine sogenannte High Voltage Distribution Unit. Die erlaubt es dann, dass wir mehrere Batterien zusammenschalten können, zusammen mit den Ladegeräten, mit den Invertern und Motoren und auch den ganzen Hilfslasten, die es noch gibt auf so einem Fahrzeug. Wie sehen die mögliche Konfigurationen aus? Das ist individuell konfigurierbar auf Kundenwunsch. Wir sehen hier drei Beispiele. Die größte, quasi eine Standardkonfiguration ist mit zwei großen Batterien. Da erreichen wir beim Fahrzeugtyp MC Logistics eine Reichweite von 350 Kilometern
Das Gewicht der Batterien ist dann 2,8 Tonnen. Wenn es dann ein bisschen mehr Radabstand gibt, kann man eben noch eine zusätzliche kleinere Batterie integrieren. Dann kommt man auf 530 Kilometer Reichweite. Bei der aktuell größten Konfiguration kommen wir auf über eine Megawattstunde und auf eine Reichweite von 700 Kilometern. Das Batteriegewicht hier beträgt 5,6 Tonnen. Ja, da fragen sich vielleicht einige, ja, wie lässt sich so etwas integrieren ins Fahrzeug, auch bezüglich dem Gewicht. Und da gibt es einige Randbedingungen für diese Fahrzeuge mit alternativen Antrieben. Zum einen gibt es in der Schweiz vom Bundesamt für Straßen, das sogenannte Astra, gibt es eine Sonderbewilligung für Sattelzugmaschinen und Automobiltransporten. Also hier wurde eine Überlänge von 1 Meter bewilligt und somit lassen sich bei diesen Fahrzeugen auch noch 2 weitere große Batterien hinter der Fahrzeugkabine integrieren. Und der Aufhänger rutscht einfach ein bisschen nach hinten. Eine ähnliche Regulierung wird auch eingeführt in der EU, die sogenannte New Land Regulation. Und auch hier wird dann eine Überlänge ermöglicht, solange die Sicherheit noch gewährleistet ist. Bezüglich dem Gewicht gibt es in der Schweiz und in der EU bei E-Fahrzeugen ein um 2 Tonnen höheres erlaubtes Gewicht. Das kompensiert eigentlich in den meisten Fällen das etwas höhere Gewicht des Fahrzeugs, verursacht durch die Batterien. Man muss auch daran denken, dass die Dieselmotoren und Tanks, die haben ja auch ein gewisses Gewicht. Aber mit diesen 2 Tonnen sind wir eigentlich immer gut dabei. Wir sammeln Daten. Wir haben ein sogenanntes Monitoring-System. Hier sehen wir einen Einblick, wie so Daten aussehen an einem echten Beispiel, ein Tagesprofil einer Sattelzugmaschine. Ein High-Cap-Semi, der war hier noch ausgerüstet mit einer 900 Kilowattstunden Batterie. Der ist da einen ganzen Tag lang vollbeladen herumgefahren, hatte am Mittag circa 1 Uhr eine Lademöglichkeit mittels High-Power-Charging, 350 Kilowatt. Und wir sehen eigentlich, der ist ziemlich gut durch den Tag gekommen. Am Anfang war der vollgeladen, 95% SOC. Am Mittag ist er gelandet bei guten 20% und dann das gleiche Spiel nochmal in der zweiten Tageshälfte und hat dann so gut 814 Kilometer zurücklegen können. Wenn man sich jetzt überlegt, so ein Truck mit 1 Megawattstunde, dann wären auch gut 1000 Kilometer möglich pro Tag. Die Energiedichte, ein zentrales Element von so Batteriesystemen, das ist Wahnsinn, was hier gegangen ist die letzten paar Jahre. 2016 mit unserer ersten Generation, da hatten wir noch eine Energiedichte von 136 Wattstunden pro Liter. Und eigentlich mit jeder neuen Modulgeneration konnten wir die Energiedichte erhöhen. Aktuell sind wir bei 257 Wattstunden pro Liter, also eigentlich fast eine Verdoppelung in 7 Jahren. Und ja, das hat jetzt die Elektromobilität möglich gemacht. Das Thema Reichweite ist eigentlich jetzt nicht mehr so ein zentrales Thema, wie das noch vor einigen Jahren war. Ja, hier, wie wird die Energiedichte erhöht? Dazu muss ich nicht mehr allzu viel sagen, das war ja auch schon Teil in den anderen Vorträgen. Das passiert einerseits durch die, jetzt am Beispiel von NMC, durch die Erhöhung des Nickelanteils in der Kathode. Die war ja zu Beginn noch bei 111 gleich verteilt mit Mangan und Kobalt. Mittlerweile ist man bei 811, also der Nickelgehalt, der dominiert, klar. Und der schöne Nebeneffekt ist natürlich auch, dass der kritische Rohstoff Kobalt da zurückgehen kann. Ein weiterer Mechanismus ist, dass man den Siliziumanteil in der Anode erhöht.
da kann man noch restliche Prozente gewinnen. Aber ja, es ist auch klar, irgendeinmal ist man am Limit des physikalisch und chemisch Möglichen. Und ja, da warten dann sicher weitere spannende Technologien auf uns. Die Feststoffbatterie ist sicher schon seit langem wird die diskutiert. Da sind wir gespannt, ob die dann wirklich den Durchbruch schafft. Denn ja, wie wir wissen, ist es nicht nur die Energiedichte, die stimmen muss, sondern eben auch weitere Faktoren wie Lebensdauer, Preis schlussendlich auch. Es bringt nichts, wenn das nur für Luxusfahrzeuge zum Einsatz kommt schlussendlich. Ja, bisher war unser Fokus auf NMC-Technologie, gerade weil eben die Reichweite so ein wichtiges Argument ist bei den Trucks. Wir sehen aber mittlerweile, dass die Erhöhung der Energiedichte, die nimmt wirklich rasant zu, bei NMC wie auch bei LFP. Und deshalb macht es mittlerweile auch schon Sinn, auf LFP-Technologie bei uns zu setzen, dass wir bei uns nächstes Jahr dann auch eine Erweiterung des Portfolios werden. Und ja, wie wir wissen, gibt es da halt dann gewisse Vor- und Nachteile beider Technologien. Klar ist, die NMC-Technologie wird weiterhin dort eingesetzt werden, wo einfach die Reichweite das Hauptkriterium ist, beziehungsweise eine Optimierung des Batteriegewichts. Die Ladeleistung ist bei NMC auch nach wie vor noch besser. Gerade bei tiefen Temperaturen ist die LFP-Chemie noch ein bisschen empfindlicher. Dafür eben die Zyklenzahl, hat die LFP-Technologie die Nase vorn. Bei den Kosten pro Speicherkapazität, das ist noch schwierig, da eine aktuelle Momentaufnahme zu machen, da die Rohstoffpreise, die sind ja wirklich enorm am Wechseln. Aber ich denke, klar ist, mit der höheren Lebensdauer der LFP-Technologie sind dann schlussendlich die Kosten pro Kilometer sicher tiefer. Das haben wir auch gehört, Nachhaltigkeit, ein wichtiges Thema. Und eben weil die LFP-Technologie weniger kritische Rohstoffe hat, sind die entsprechenden Prozesse dann auch weniger aufwendig und dementsprechend auch im Plus zum Thema Nachhaltigkeit im Vergleich zu NMC. Zum Thema Rezyklierbarkeit, ich denke, da gibt es mittlerweile schon sehr gute Lösungsansätze bei NMC. Da kann schon über 90% der Rohstoffe recycelt werden. Und dort ist es dann eben auch umso wichtiger, gerade weil ja die Rohstoffe hier so wertvoll sind. Ja, ein weiteres wichtiges Kriterium ist die Lebensdauer der Batterien. Das ist auch eine ständige Frage, die wir erhalten. Jetzt hier am Beispiel einer NMC-Batterie möchte ich das kurz aufzeigen. Das Prinzip ist eigentlich auch ähnlich für LFP. Typischerweise haben NMC-Batterien eine Zyklenfestigkeit von 2000 Zyklen. Also ein Zyklus ist einmal komplett entladen und dann nochmal wieder laden. Und die Lebensdauer wird bei E-Mobility-Anwendungen definiert, meistens mit 80% Restkapazität. Das heißt, wenn man jetzt im Betrieb zwischen 95 und 5% SOZA sich bewegt, kann man von 2000 Zyklen ausgehen. Die Lebensdauer ist aber abhängig von Temperatur, Strömen und eben auch der Entladetiefe. Das heißt, wenn jetzt jemand oder ein Anwender eine höhere Lebensdauer braucht und er es sich erlauben kann, die Batterie nicht so tief entladen zu müssen, dann sind auch, wie wir hier sehen, beim Lastprofil 2 auch mehr Zyklen möglich. Also zum Beispiel hier 3000 Zyklen sind möglich, wenn man die Batterie zwischen 20 und 95% betreibt. Ja, welche Rahmenbedingungen gibt es für diese Batteriesysteme, welche Normen und Regulierungen? Da ist für uns zentral die UNEC R100. Die definiert Anforderungen an die Sicherheit von so Batteriesystemen. Das heißt, es wird dann auf Herz und Nieren geprüft bezüglich Vibration, Temperaturschock, mechanischer Schock,
sogenannter Schlittentest. Da sehen wir auch rechts unten ein Bild. Da wird die Batterie aufgespannt auf sein Katapult. In dem Fall mit 12G wird da die Batterie geprüft. Dann gibt es auch einen spannenden Test, der Feuertest, Feuerbeständigkeit. Da sieht man das Bild rechts oben, wo die Batterie wirklich komplett eingepackt wird in eine Flamme und nach 70 Sekunden quasi immer noch in keinen kritischen Zustand gelangen darf. Es gibt Kurzschlusstest, Überladentest, Tiefentladentest und Übertemperatur. Dazu sagen ist, dass es ab diesem Jahr eine neue Revision gibt, die Revision 3. Da im Speziellen neu ist, dass neu ein Warnsignal auf Fahrzeuglevel generiert werden muss, 5 Minuten vor einem möglichen thermischen Event. Ich denke, das hat einfach den Hintergrund, dass eben noch die Fahrzeugpassagiere dann noch genügend Zeit haben müssen, um aussteigen zu können. Ja, ein weiteres wichtiges Thema für uns, womit wir uns beschäftigen, das ist die neue EU-Batterieverordnung. Da haben sich halt das Europäische Parlament, die Europäische Kommission und der Rat der Europäischen Union zusammengetan die letzten paar Jahre als Teil des New Green Deals. Und diese Verordnung, die wird die bisherige Batterierichtlinie von 2006 ersetzen. Also ich denke, das war auch langsam Zeit. Aber jetzt tat sich lange nichts, dafür umso mehr. Also das ist eine ziemlich großumfassende Verordnung, die sich da aufteilt in drei Themengebiete. Zum einen geht es darum, dass bei der Produktion die Umwelt- und sozialen Impacts reduziert werden, beziehungsweise auch das Ganze transparenter deklariert werden muss. Es gibt zum Beispiel Verbote für gewisse gefährliche Stoffe. Ein ganz zentrales Thema ist da der CO2-Fußabdruck, der neu deklariert werden muss ab nächsten Jahr. Und dann wird es auch stufenweise Leistungsklassen geben ab 2026 und ab 2027 wird es dann auch verbindliche Limiten geben für den CO2-Fußabdruck. Ein weiteres ein wichtiges Thema ist der Recyclinggehalt der Batteriezellen. Das heißt, es wird dann nicht mehr erlaubt sein, einfach alles mit neuen Rohstoffen herzustellen, sondern ab 2027 muss man den recycelten Inhalt deklarieren können. Und ab 2030 kommen dann auch schrittweise wieder Grenzen, die es dann einzuhalten gilt. Das zweite Themenpaket ist auch, dass die Nutzungsdauer maximiert wird. Das heißt, es muss auch transparenter deklariert werden, was ist der Zustand einer Batterie. Das ist ja momentan nicht so ganz einfach, wenn nach ein paar Jahren die Batterie vor einem steht, zum Beispiel vor einem möglichen Wiederverwender von so Batterien oder auch einem Recycler. Das heißt, es gibt dann auch Vorschriften an das Label von so Batterien. Es gibt zum Beispiel auch einen QR-Code, der dann auf das Label integriert werden muss, der Zugriff gibt auf ganz viele Batteriedaten. Was auch ein zentrales Thema ist, ist der Zugriff auf BMS-Daten. Da gibt es dann auch ein elektronisches Austauschsystem. Wird auch genannt der sogenannte Batteriepass. Da arbeitet zurzeit die Global Battery Alliance daran. Also da gibt es auch schon ein Prototyp, wie das etwa aussehen könnte. Und ja, wird ganz spannend, wie sich das dann entwickelt. Das kommt dann, ich glaube, 26 kommt das dann zum Einsatz, dass das verpflichtend wird. Und der dritte Teil ist dann wiederum Batterie-Recycling. Da wird dann auch gewisse Sammelziele geben, wie viel Anteil von Batterien recycelt werden müssen.
noch ein kurzer Ausblick. Also Second Life ist ein großes Thema, war schon eigentlich seit vielen Jahren ein großes Thema für uns. Noch einmal zum Verständnis. Also es gibt das sogenannte First Life, wo eben die Batterie benutzt wird, 8 bis 10 Jahre in der Regel, bis die Restkapazität 80% erreicht hat. Danach kommt der sogenannte Second Life zur Anwendung. Das heißt, die Batterie kann noch gut in einer weiteren Anwendung, die weniger anspruchsvoll ist, weiterverwendet werden. Und erst danach muss die Batterie dem Batterie-Recycling übergeben werden. Und eben zu diesem Second Life haben wir uns schon seit einigen Jahren Gedanken gemacht. Und herausgekommen ist der sogenannte Mega-Charger. Der kommt Ende dieses Jahres in SOP. Und das ist ein gepufferter DC-Ladecontainer. Da werden dann die gebrauchten Batterien aus den E-Trucks weiterverwendet. Und der Durchbruch, wo wir denken, wird dann eben sein, dass es dann erstmal möglich sein wird, E-Trucks schnell zu laden. Das heißt, eine Vorladung ist möglich unterhalb einer Stunde. Das war oder ist bis jetzt zurzeit nicht möglich. Und ich denken wir, ein zentrales Puzzle, um dann noch die E-Trucks noch mehr zugänglich machen zu können. Die Ladeleistung wird bis zu 2,1 Megawatt erreichen. Aber eben dank diesen Batterien wird eben die Leistung nicht direkt vom Netz gezogen. Die Container fungieren auch als mobiler Einsatz. Das heißt, die können auch gut transportiert werden. Und ein zentrales Element von diesem Ladecontainer war auch die Entwicklung eines neuen Ladesteckers. Da kommt die neue Generation MCS zum Einsatz. Ja, damit bin ich auch schon am Ende meines Vortrages. Ich konnte ein paar Einblicke geben in ein bisschen größere Batteriesysteme. Vielen Dank. Vielen Dank an Sie und in die Schweiz, Herr Prohaska. Bitte den Batteriecontainer dann auch nur mit dem Elektro-LKW einsammeln. Nein, Spaß. aber tatsächlich ist ja einer Ihrer Sattelschlepper mit der ganz großen Batterie kürzlich auf lange Fahrt gegangen, aus der schönen Schweiz nach Hannover, glaube ich, wenn ich das auf LinkedIn richtig gesehen habe. Vielleicht können Sie uns einmal kurz berichten von dieser Fahrt. Was haben Sie da gelernt? Wozu haben Sie das gemacht? Und wie waren jetzt die Erfahrungen? Ja, die Erfahrung war sehr gut und das ist eigentlich auch das Ziel von solchen Aktionen. Wir wollen eigentlich der Öffentlichkeit zeigen, dass Elektromobilität mit E-Trucks eigentlich schon möglich ist und wollen da auch die Angst nehmen. Wie gesagt, unser klares Motto ist, die Elektromobilität mit E-Trucks ist möglich und das haben wir mit diesem Versuch eigentlich so auch gezeigt. Das waren wie viele Kilometer hin und zurück? Das ist ja schon ein bisschen Strecke gewesen. Da habe ich jetzt die genaue Zahl nicht im Kopf, aber ja, das waren ein paar hunderttausend Kilometer bis zu. Natürlich mit Nachladung. Ja. Ja, war noch ohne Auflieger an der Stelle, aber trotzdem natürlich immer auch imposant schon zu sehen, wie das heutzutage geht. Und jetzt haben Sie ja schon diese LFP-Ankündigung letzten Endes gemacht. Das hat sich ja auch sozusagen angedeutet hier in der Konferenz, dass das Thema aufkommt. Hätten Sie da vor ein paar Jahren damit gerechnet, dass das um die Ecke kommt, ganz ehrlich? Ja, ist eine gute Frage. Also es wurde auch schon in einem Vortrag früher erwähnt. Man hatte die LFP-Technologie ein bisschen abgeschrieben, wenn wir ehrlich sind. Hat jetzt aber wirklich durch diverse Faktoren wieder an Gewicht bekommen. Also natürlich Tesla ist zu nennen, oder? In China wurde ja LFP, also wurde quasi nur LFP gefördert die letzten paar Jahre. Und dementsprechend hat auch mittlerweile die LFP-Technologie eine Energiedichte bekommen, die es auch für uns jetzt spannend macht. Und wir sehen es ja auch im Pkw-Bereich. Dort ist es am Kommen, dass eigentlich die günstigste Batterievariante die LFP-Technologie sein wird. Hingegen bei den
etwas teuren Fahrzeugen dann, die immer noch auf möglichst hohe Reichweiten setzen. Dort kommt dann noch die NMC-Technologie zum Einsatz. Ja. Herr Prohaska, für den Moment Dank und Gruß in die Schweiz. Wir hören uns gleich wieder zum Panel-Talk und dann erfahren wir noch ein bisschen mehr über Ihre Batterien. Ich freue mich drauf. Bis gleich. Sehr gerne. Danke.